Herzlich willkommen zu unserem nächsten Shortcut-Sonderserie, Sonderausgabe zu den Bundestagswahlen. Ein Format, was wir im Laufe des Jahres öfter machen, um interessante Ideen, Bücher, Paper vorzustellen und dann zu diskutieren. Diese Sonderausgaben, die wir jetzt diese Woche gestartet haben, sind natürlich mit Blick auf die Bundestagswahl orientiert und mit der Idee, dass wir zu großen, maßgeblichen ökonomischen Themen, die in der Bundestagswahl im Wahlkampf eine Rolle spielen oder vielleicht noch nicht die Rolle spielen, aber vielleicht die Rolle spielen sollten, dass wir diese Positionen diskutieren, von der ökonomischen Seite diskutieren, dass wir jeweils einen Vertreter der Bundestagsparteien, einen Kandidaten für die Wahl zum Bundestag einladen, einen prominenten Vertreter, diese Position vorzustellen und dann mit einem Experten, einer Expertin zu diskutieren und dann auch mit uns, mit dem Publikum. Wir haben diese Woche schon zwei Ausgaben gehabt, zum einen mit Norbert Walter-Borjans zum Thema Vermögensteuer und mit Karin Ley zum Thema Mieten und Wohnungsmarkt. Heute sind wir sehr glücklich, dass wir Sie gewonnen haben, Christian Dürr, Fraktionsvize der FDP und Kandidat für den Bundestag und vor allen Dingen Experte in den Fragen Haushalt und Finanzen für die FDP und auch sehr engagiert darin, die Positionen, die die FDP da in den Wahlkampf mit eingebracht hat, zu verteidigen und auch ökonomisch zu untermalen. Das ist sozusagen für uns die Grundvoraussetzung oder gut, dass wir da in so eine Diskussion einsteigen. Ich würde Ihnen gleich sofort das Wort erteilen, beziehungsweise Sie zu Wort kommen lassen. Julia, willst du noch zwei, drei Worte sagen zum Ablauf, beziehungsweise den beiden? Ich bin war gemutet, sorry. Ja, genau. Also, ja, genau, wie Thomas bereits erwähnte, geht es heute um Steuersenkungen, wie sich die FDP vorstellt und ob sie wirtschaftlich sinnvoll sind. Genau, dazu haben wir heute Christian Dürr eingeladen und auf der anderen Seite haben wir Rüdiger Bachmann, Professor of Economics an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der University of Notre Dame, zuvor Professor an der Goethe-Universität Frankfurt und an der Universität Aachen. Ich glaube, er wird sicherlich in der Lage sein, uns mehr Einblicke in die Möglichkeiten, also möglichen wirtschaftlichen Auswirkungen eine solche Politik zu geben und uns vielleicht klarere Vorstellungen zu diesem Thema zu vermitteln. Aber genau, ja, also zuerst, Herr Dürr, haben Sie das Wort. Ja, Frau Lieker, Herr Fricke, lieber Herr Bachmann, ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, ich bin gut zu verstehen. Ein Daumen hoch. Ja, wunderbar. Vielen Dank für das Feedback im Nicken. Meine Damen und Herren, erstmal ganz herzlichen Dank natürlich für die Einladung. Danke, dass ich da sein darf und will in Kürze, am besten in drei Schritten, erstmal vorstellen, was wir uns vorstellen. Und Herr Fricke, Sie haben es schon angedeutet, man hatte das Gefühl bisher im Bundestagswahlkampf, dass es dann eher um vielleicht nicht ganz richtig zitierte Bücher oder schlechtes Lächeln während der Flutkatastrophe in die Kameras ging, als um Inhalte. Insofern freue ich mich, dass wir uns damit heute beschäftigen können und komme dann zu so ein paar Punkten vielleicht schon vorab, um dann auch in die Diskussion mit den Beteiligten, natürlich mit Herrn Bachmann, einzutreten. Vielleicht vorweg, was stellen wir uns vor? Das ist das, was natürlich im Wahlprogramm steht. Ich will betonen, weil oftmals zitiert wird, ja, die FDP ist ja diejenige, die die Reichen entlasten will. Mit dem Vorurteil möchte ich natürlich heute sehr gerne aufräumen. Kommen gleich natürlich auch zu der Frage des Spitzensteuersatzes und der Unternehmensbesteuerung. Aber eine Herzensanliegen steuerpolitisch, was mich beschäftigt, seitdem ich 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages wurde und für die Haushalts-, Finanz- und Steuerpolitik der FDP-Fraktion verantwortlich zeige, ist auch die Frage, ist dieser Einkommensteuertarif gerecht für die kleinen und mittleren Einkommen? Also ein Grund, und ich weiß, das ist haushalterisch, ja gerade gesagt, bin ich nicht nur Steuerpolitiker, sondern auch Haushaltspolitiker, ein sehr großer Batzen. Eine Ungerechtigkeit im Steuertarif sind natürlich
die kleinen und mittleren Einkommen durch eine besondere Belastung über den sogenannten Mittelstandsbauch, also der zweite Eckwert, der wie ein Buckel da wirkt und dann diesen Steilwandanstieg sich denjenigen gegenüber sehen, die versuchen aufzusteigen, die sagen, ich will ein bisschen mehr anpacken, verdiene auch mehr, den wird überproportional viel weggenommen. Also ein Grund, warum wir an den Einkommensteuertarif ran wollen, ist sicherlich auch der Abbau des Mittelstandsbauchs. Das ist das, schiebe ich bewusst vorweg, weil die anderen Evergreens sind allgemein bekannt, dass die FDP schon seit vielen Jahren für die komplette Abschaffung des Solidaritätszuschlages betrifft, also auch für die sogenannte zweite Hälfte, die durch die Große Koalition noch nicht bearbeitet wurde, hat für uns einerseits ökonomische Gründe, darauf komme ich später noch kurz zu sprechen, aber natürlich auch verfassungsrechtliche Gründe. Übrigens dann auch wieder haushalterische. Meine Sorge ist, dass die Weitererhebung des Solis dazu führen kann, dass irgendwann das Verfassungsgericht sagt, dass was an Soli bereits eingenommen worden ist, seit Auslaufen des Solidarpaktes II, dass die Einkommensteuerzahler das unter Umständen zurückbekommen müssen. Also da ist auch, sage ich mal, da schwebt auch etwas über dem Bundeshaushalt, was aus meiner Sicht dann eben haushalterisch mittelfristig sich zur Gefahr entwickelt, wenn der Soli weiter erhoben wird. Das ist ein Versprechen, ein politisches aus den 90er Jahren, dass er abgeschafft wird, wenn der Grund entfällt. Und deswegen kämpfen wir nicht nur politisch, das wissen Sie dafür, sondern eben auch streiten wir mittlerweile vor dem Bundesverfassungsgericht. Seitdem ich Mitglied des Bundestages wurde, habe ich noch nie so oft vor dem Verfassungsgericht geklagt. Eigentlich will ich das gar nicht mein Job als Politiker normalerweise. Aber wenn man den Eindruck hat, dass ich nicht an die Verfassung gehalten wird, dann ist es, glaube ich, auch der Job der Demokraten, das zu überprüfen. Also, der Mittelstandsbauch, das Thema Soli habe ich abgehandelt. Als drittes die Rechtsverschiebung im Spitzensteuersatz. Heute ist es so, dass derjenige, den Spitzensteuersatz zahlt, beileibe nicht Spitzenverdiener ist. Je nach Berechnung in den 60er Jahren musste man so Pi mal Daumen das 18-fache des Durchschnitts verdienen, um an den Spitzensteuersatz mit dem nächsten Euro dann in der Steuerprogression ranzukommen. Heute ist es etwa je nach Berechnung zwischen dem 1,4 und 1,6-fachen. Das zeigt, dass das nicht ganz fair ist. Spannenderweise, als wir diese Forderung im Bundestag erhoben haben, ist uns sofort Dietmar Bartsch beigesprungen und hat gesagt, richtig, da war auf einmal eine dpa-Meldung, wo ich sozusagen in Einigkeit mit Dietmar Bartsch zitiert wurde. Das überrascht auch bisweilen, aber zeigt, dass es nicht nur ein Anliegen der FDP ist, an der Stelle etwas zu tun. Und natürlich sind das jetzt beim Soli, aber natürlich auch beim Spitzensteuersatz auch alles Dinge, die Unternehmer betreffen, wenn sie denn Einkommensteuer zahlen, weil sie in Personengesellschaft etc. sind. Der vierte Punkt ist natürlich eine Entlastung bei der Unternehmensbesteuerung. Ich will es nur kurz ansprechen, weil wir es, glaube ich, gleich im Zusammenhang mit Investitionsmöglichkeiten auch noch ansprechen. Aber auch da stellen wir fest, dass wir mittlerweile in etwa mit Belgien im OECD-Raum die rote Laterne tragen. Die Unternehmensbesteuerung in Deutschland ist besonders hoch. Also wollen wir auch an die Körperschaftssteuer ran. Aber mindestens genauso wichtig wie der Satz ist natürlich die Frage, wie weiten wir auch Abschreibungsmöglichkeiten aus. Das ist ja übrigens ein Punkt in der viel zitierten, kürzlich erschienenen Studie von Professor Fust et al., wo es auch um die Frage der Steuerentlastung und der wirtschaftlichen Entwicklung und der Auswirkungen auf den Haushalt geht. Auch da legt er nochmal besonderen Wert, dass die Abschreibungsmöglichkeiten verbessert werden müssen. Das teilen wir ausdrücklich. Was wir ablehnen, sind Substanzsteuern. Auch das will ich nur in aller Kürze sagen. Also Ideen von Vermögenssteuern, Vermögensabgabe ist, glaube ich, nicht das Richtige. Das vielleicht so ein bisschen zu den Vorstellungen. Ich will zwei Punkte noch ansprechen, die mir wichtig sind, damit nicht der Eindruck entsteht, dass das um ihrer selbst willen passiert. Erstens, ein Punkt, den ich vermisse, ich bin einfacher Ökonom, sage ich mal, also beileibe nicht so gut wissenschaftlich ausgebildet wie die Anwesenden oder wie eine große Mehrheit der Anwesenden. Aber eins, was mich in der Debatte über Steuerpolitik und Steuersätze seit Anfang an, seitdem ich Mitglied des Bundestages wurde, ich habe vorher Landespolitik gemacht, von Anfang an gestört hat, ist, dass zwar über die jeweiligen Steuerpflichtigen, also Steuerzahlenden, viel diskutiert wird und ihre Sätze, aber nicht über die Frage, wer die Steuerlast eigentlich trägt. Also die Frage der Steuerinzidenz ist insbesondere in Deutschland, das ist mein Eindruck, Herr Bachmann kann das wahrscheinlich viel besser beurteilen, in Amerika anders diskutiert, aber im angelsächsischen Raum, aber insbesondere in Deutschland wird die Frage der Steuerinzidenz quasi ignoriert.
Ich würde mich freuen, wenn wir in Zukunft Steuergesetze im Deutschen Bundestag beschließen. Da ist ja mal ganz viel Begründungspflicht dabei. Also da steht ja in der Begründung eine Menge drin, was dann der jeweilige Antragsteller, also die Bundesregierung oder die jeweilige Fraktion des Hauses auch mitliefern muss. Ich würde mir wünschen, dass man das durchaus ergänzt um die Frage, welche, ich weiß, dass das nicht immer einfach zu berechnen ist, aber zumindest sollte der Gesetzgeber und auch der Antragsteller eine Idee davon haben, wer eigentlich die Steuerlast trägt. Sie wissen, dass bei der Gewerbesteuer, das hat auch Herr Fuß mal errechnet, wenn ich mich richtig erinnere, da wird davon gesprochen, dass etwa die Hälfte in Wahrheit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern getragen wird. Also es reicht in der steuerpolitischen Debatte beileibe nicht aus, nur darüber zu diskutieren, wer ist der Zahlende, sondern wir müssen uns die Frage stellen, wer ist der Belastete? Und die Frage der Steuerinzidenz ist eine, die in der deutschen Debatte mir viel zu kurz kommt, auch bei der Frage dann wiederum bei Entlastung wesentlich zu kurz kommt. Unsere Idee hinter dem Paket, was wir vorgestellt haben, ist kein Selbstzweck, diejenigen, die Zahler sind, zu entlasten, sondern insgesamt mehr Wachstum zu ermöglichen. Und deswegen haben wir gesagt, das, was wir hier vorstellen, soll insbesondere auch die privatwirtschaftlichen Investitionen anregen. Wir haben, darüber werden wir wahrscheinlich gleich noch streitig diskutieren, uns all das, was wissenschaftlich publiziert dazu ist, mal auf den Tisch gelegt und kommen zu einer konservativen Schätzung, dass 1 Euro Entlastungen in etwa 2 Euro mehr Investitionen sind. Mit all dem, was ich eben genannt habe, also neben der Änderung der Sätze in der Entlastungsphase eben auch natürlich die Frage von Abschreibung beispielsweise für Unternehmen. Aber das ist mal so eine grobe Schätzung. Und das ist, glaube ich, deshalb wichtig, weil vielfach, wenn wir über Klimaschutz, über Digitalisierung sprechen, ausschließlich die Investitionen und die Investitionstätigkeit des Staates genommen wird. Die übrigens in den letzten Jahren ja von der Eurozahl gar nicht so gering war. Als Haushälter kann ich sagen, da ist viel Geld liegen geblieben. Da lag es eher an der Umsetzung. Aber es wird fast ausgeblendet, dass die Privaten es am Ende reißen müssen. Also Klimaschutz werden wir ohne private Investitionen nicht schaffen. Und die Transformation der deutschen Volkswirtschaft zu einer echten digitalen Volkswirtschaft wird ohne private Investitionen eben genauso wenig gehen. Also dieser Großteil, je nach Rechnung zwischen 80% und 90% der Investitionstätigkeit in Deutschland ist privat von privaten Unternehmen. Und deswegen, glaube ich, muss man Fokus darauf setzen. Das Ziel dieser Entlastungsschritte ist also, dass wir mehr Dynamik insgesamt bekommen und davon alle profitieren. Nicht nur die Zahlenden, bei Inzidenz habe ich vorhin gesprochen, also Steuerinzidenz, und eben aber auch über die gesamtwirtschaftliche Wirkung, was das Wachstum betrifft. Ein letzter Punkt in dem Zusammenhang, den vielleicht im Verlauf der Debatte ich noch näher beleuchten würde, der mir, was Wachstumshemmnisse betrifft, in Deutschland am meisten Sorgen macht. Und das ist die demografische Entwicklung des Landes. Auch die aus meiner Sicht jetzt im Wahlkampf, aber auch in den letzten Jahren viel zu unterbelichtet wird. Also einer der Wachstumsbremsen meinem Empfinden nach ist insbesondere, welche Rahmenbedingungen schaffen wir für den Arbeitsmarkt, um mehr Einwanderung zu ermöglichen. Der Chef der Bundesagentur hat ja gerade vor 2 Tagen von mindestens 400.000 Einwanderern in den Arbeitsmarkt gesprochen, die wir brauchen. Also auch das ein ganz wichtiger Aspekt, um das, was ich beschrieben habe, mehr Investitionen führen zu mehr Wachstum zu ermöglichen. Also eine Rahmenbedingung, die aus meiner Sicht ebenfalls erfüllt werden muss, genauso wie das viel zitierte Thema gestern noch in der Plenarsitzung des Bundestages in Bezug auf die Fluthilfen für Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz und den Wiederaufbau dort. Ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich auch, dass wir zu schnelleren Planverfahren kommen, damit Investitionen auch wirklich stattfinden, nicht nur angekündigt werden, sondern am Ende auch funktionieren. Zu guter Letzt will ich eins ansprechen, nämlich die Frage, wer zahlt das alles und wie finanzieren wir das Ganze in wenigen Sätzen, weil auch das werden wir wahrscheinlich gleich noch diskutieren. Wichtig ist mir bei den Vorschlägen zum Mittelstandsbau, beim Spitzensteuersatz. All das sind Dinge, die wir bewusst auch im Wahlprogramm bereits als Schritte ankündigen. Also niemand behauptet, am ersten Tag einer möglichen Regierungsbeteiligung der Freien Demokraten wird sozusagen das umgelegt, der Hebel, und das alles geändert, zumal man natürlich politisch auch den Bundesrat dafür gewinnen muss. Außer beim Soli, da ist es anders, das kann der Bundestag alleine. Aber nichtsdestotrotz ist es wichtig, das natürlich haushaltsverträglich zu machen. Also nicht alles auf einmal, sondern natürlich in Schritten, damit es am Ende funktioniert. Und dazu gehört auch flankierend, dass das, was wir bereits die letzten Jahre haushaltspolitisch vorgeschlagen, wir machen zu jeder Haushaltsberatung über 500 Änderungsanträge, dass auch da der Staat schaut, wo er, an welchen Stellen er derzeit Geld ausgibt, was nicht zwingend ausgegeben werden muss. Ich will an dieser Stelle, weil ich Demografie ansprach, das zum Schluss, Herr Fricke, auch sagen, dass Ausgaben wie beispielsweise für die Rente mit 63 ich für falsch halte. Nicht, weil ich jemanden nach 45 Versicherungsjahren nicht den wohlverdienten Ruhestand gönne, sondern weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir es nicht schaffen werden, weder haushalterisch noch,
was die sozialen Sicherungssysteme betrifft. Wir werden es nicht schaffen, wenn wir Menschen früher in den Ruhestand schicken. Das wird einfach nicht gelingen. Und deswegen ist die Rente mit 63, glaube ich, ein falsches Signal, aber ein Ausgabeposten am Ende auch des Bundes. Sie wissen, dass von den 360 Milliarden, die normalerweise ein Bundeshaushalt umfasst, 100 Milliarden, mittlerweile über 100 Milliarden als Zuschuss in die gesetzliche Rentenversicherung fließen. Und das müssen wir aufpassen, dass sich das nicht weiter dynamisiert. Zweitens so ein paar Fortschritte. Die Vorschläge der FDP, die Einordnung war mir wichtig, die Finanzierbarkeit und auch ein bisschen was dahinter steckt. Und das vielleicht als Entree, wenn das in Ordnung ist. Und dann freue ich mich auf die Diskussion. Vielen Dank. Genau, ja. Vielen, vielen Dank. Ich möchte sofort das Wort an Herrn Bachmann für seine Kommentare geben. Und mir würde also vor allem interessieren, ob Steuersenkungen eigentlich die staatlichen Einnahmeausfälle wirklich durch versteckte Investitionen, mehr Arbeitsplätze und gesamtwirtschaftliches Wachstum wettmachen. Oder ist da vielleicht der Transmissionmechanismus sozusagen nicht so trivial wie, wie im Wahlprogramm der FDP dargestellt. So, bitte, Herr Bachmann. Okay, zunächst mal vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, Herr Fricke. Vielen Dank, Frau Likay. Vielen Dank, Herr Dürr, für den Parforce-Ritt. Ich will mal sozusagen damit anfangen, dass ich das mehr auf die Inzidenz schauen, dass ich das sehr begrüße. Denn zumindest ein theoretisch radikales Argument ist ja, warum sollte man Unternehmen überhaupt besteuern? Ja? Denn Unternehmen tragen am Ende sowieso keine Steuerlast. Es sind immer natürliche Personen, die Steuerlasten tragen. Ja, entweder die Arbeitnehmer von Unternehmen, die Kunden von den Unternehmen oder eben die Kapitalgeber der Unternehmen. Einer von den drei wird es tragen. Man hofft irgendwie, dass es die Kapitalgeber sind, möglicherweise. Jedenfalls von typischerweise linker Seite. Aber das ist unklar, was ist eigentlich die Inzidenz. Es gibt natürlich das Argument der Pragmatik, dass man sagt, man will direkt an der sozusagen Quellenbesteuerungsargument, dass man eben sagt, man will die Unternehmenseinkommen schon mal da besteuern, da wo es gleich anfällt, damit Steuervermeidung nicht so einfach ist oder sogar Steuerhinterziehung. Das ist richtig, die Praxis kenne ich, aber zunächst mal sollte man sich schon klar machen, dass Unternehmen per se keine Steuern zahlen oder jedenfalls keine Steuern tragen. Es sind immer natürliche Personen. Ja? Insofern begrüße ich diese ganz generelle Überlegung. Das würde das Niveau des Diskurses deutlich heben, das wirtschaftspolitische Niveau. Gut, gehen wir mal wieder zurück ins Tal, weswegen Sie ja vermutlich auch eingeladen wurde. Was sagt denn eigentlich sozusagen die empirische und theoretische Evidenz, vor allem die empirische Evidenz zu den Steuervorschlägen der FDP? Wir hatten ja auch schon Twitter-Diskussionen zu dem Thema. Und da muss man tatsächlich sagen, es gibt durchaus positive Evidenz dafür, dass zumindest im Bereich der privaten Investitionen im Bereich des Outputs, also des Bruttoinlandsprodukts, also der ökonomischen Aktivität, Dinge nach oben gehen, Dinge positiv bewegt werden. Das ist zunächst mal ein rein, also das ist die empirische, da gibt es empirische Evidenz für, okay? Die Evidenz ist meiner Meinung nach, wenn ich die Literatur so anschaue, weniger klar, was den Arbeitsmarkt angeht. Also man hat zum Beispiel in Amerika in den Studien gefunden, ja, es gibt Anregungen privater Investitionen, aber es ist nicht klar, dass es am Arbeitsmarkt ankommt durch mehr Beschäftigung oder höhere Reallöhne. Ja, also zum Beispiel auch es ist nicht klar, dass die Trump'schen Investitionen, die Trump'schen Steuerreform oder Steuercuts wirklich zu höheren Reallohnen geführt haben. Gut, nichtsdestotrotz, selbst wenn man sich das, selbst wenn man glaubt oder wenn man jetzt sich diese zum Teil auch gut identifizierten Studien anschaut, gibt es zwei oder drei Probleme vielleicht sogar. Die erste ist, dass in allen diesen Studien ist die Schätzunsicherheit enorm. Ja, also die statistischen Standardfehler um diese positiven Effekte ist wahnsinnig groß. Ja. Der zweite Punkt ist, dass man natürlich immer schauen muss, sind diese Studien überhaupt applizierbar auf Deutschland post-Corona heute? Ja? Zum Teil, die meiste Evidenz haben wir natürlich wie immer in den Sozialwissenschaften aus den USA. Ganz anderes Land, ganz anderes Steuersystem vor Corona.
Da muss man sich genau angucken, handelt es sich hier um Mikroschätzer, die typischerweise besser identifiziert sind, die aber dann, wenn dann am Ende ein ganzes Land, also wenn das große Steuersatzänderungen sind, die auf ein ganzes Land treffen, was sind eigentlich die Makroeffekte, was sind die allgemeinen Gleichgewichtseffekte, wie reagiert die Geldpolitik, das ist in den USA auch wieder nochmal ganz anders als in Deutschland, weil in Deutschland sind wir relativ zum geldpolitischen Institutionen ja ein kleines Land, das spricht sogar dafür, dass die Mikroschätze für Deutschland vielleicht eher gelten als für die USA, wenn in den USA haben wir dann wieder da gibt es zum Teil erhebliche Diskrepanzen zwischen den Mikro- und Makroschätzern. Also solche Fragen sind, muss man sich dann auch immer stellen. Dafür ist Deutschland eine viel offenere Volkswirtschaft als die USA. Das heißt, es kann ganz andere Sickerverluste ins Ausland geben. Also insofern, dann gibt es den Punkt der säkularen Stagnation. Wir haben bereits heute sehr starkes Unternehmenssparen. Und insofern ist es nicht klar, dass ältere Studien, wo das noch nicht so dramatisch war, wirklich da relevant sind. Also es könnte zum Beispiel heute sein, dass wenn wir die Profitsteuern von Unternehmen senken, die ja zunächst mal Profitsteuern, wenn sie gesenkt werden, sind zunächst mal direkt keine Investitionsanreize, jedenfalls bei Investitionen über intertemporale Anreize gehen. Also man will halt Investitionen, Kapitalausgaben vorziehen nach heute. Da gibt es bessere Instrumente, da können wir auch gleich noch drüber reden, nämlich die berühmten Abschreibungsregelungen. Also sowohl theoretisch als auch empirisch sind, wenn es nur darum geht, Investitionen zu stimulieren, funktioniert das zwar mit Profitsteuersenkungen, geht aber viel besser großzügigen Abschreibungsregeln, weil da direkt am intertemporalen Kalkül der Unternehmen rumgespielt wird. Bei den Profitsteuern ist es mehr so ein langfristiges intertemporales Kalkül, möchte ich in Deutschland produzieren, möchte ich in Deutschland meine Steuern zahlen oder möchte ich das in einem Niedrigsteuerland. Ja? Aber auch da kann man fragen, hat sich das internationale Umfeld nicht geändert? Also sind die Elastizitäten auf hohe Steuern wirklich auszuwandern, sind die groß, sind die noch so groß, wie sie vielleicht mal waren in der Zeit, als man gesagt hat, okay, alles geht nach Osteuropa oder nach China und so. Da scheint mir mal der anekdotische Eindruck zumindest zu sein, dass auch das nicht mehr, dass die Elastizitäten kleiner geworden sind, aus Stichwort ein bisschen Deglobalisierung, dass man dann doch lieber, sagen wir mal, auch Produktion wieder aus Resilienzgründen zu Hause behält. Ja? Also auch da sind große Fragezeichen. So, und dann gibt es das dritte Problem, ist der sogenannte Publikationsbias. Da gibt es eine schöne Arbeit aus dem IMK von Gechert und Heimberger, die eben zeigen, dass, weil es, sagen wir mal, eine große theoretische Literatur dafür gibt, dass Unternehmenssteuersenkungen zu Wachstumseffekten zu führen haben, dass sowas natürlich dann auch eher publiziert wird. Ja. Und in der Tat, wenn man sich die Studien, wenn man sich dann Metastudien zu dieser Literatur anguckt, ist es dann so, dass zunächst mal die Effekte all over the place sind. Also das ist genau, was ich gesagt habe, die Schätzunsicherheit und damit auch die Streuung über die verschiedenen Studien ist enorm. Da kann man alles von massiven Wachstumseffekten bis massiven Nichtwachstums- oder sogar also umgekehrten Effekten, kontraintuitiven Effekten, kann man da alles finden, wenn man will. Und aber es gibt sozusagen es gibt Evidenz dafür, dass ein Publikationsbias dafür gibt, eben diese positiven Effekte von Steuersenkung zu finden. Das ist nicht unproblematisch. Nun muss man auch sagen, auch diese Metastudien sind selber nicht unproblematisch. Sorry, ich bin jetzt der Ökonom, der alles in Frage stellt, dem Politiker keine Handreichung gibt, aber dazu komme ich noch. Die sind selbst nicht unproblematisch, weil da werden schlechte Studien mit gut gemachten Studien, gut identifizierte Studien, mit weniger gut identifizierten Studien sozusagen immer in einen Topf geworfen. Und auch da muss man aufpassen. Aber zumindest muss man sich das auch im Kopf behalten, dass sowas wie ein Publikationsbias eine Rolle spielt. Insofern würde ich sagen, also was man lernen kann aus der empirischen Literatur, ist, dass es eine große Unsicherheit gibt, okay, was die Schätze angeht. Und jetzt zu sagen oder auch das IFO zu zitieren und sagen, naja, das wird sich am Ende schon selbst finanzieren. Selbst wenn es diese positiven Effekte gibt, heißt es ja noch lange nicht, dass es selbst finanziert im Sinne von einem fiskalischen Ausgleich später. Ja, das muss ja noch mal viel mehr sein. Also dazu reicht nicht, dass es ein paar mehr private Investitionen gibt, sondern da muss es viel, viel mehr private Investitionen, da muss es sehr viel höheres Bruttoinlandsprodukt geben, damit sich die Steuerbemessungsgrundlage erhöht.
Der Punkt ist, wenn man nur im besten möglichen Szenario, das man findet in der Literatur, auf eine Selbstfinanzierung kommt, und das, glaube ich, ist schon eine faire Aussage, dann muss man schon die Frage stellen an verantwortliche Politik, was ist eigentlich, wenn dieses bestmögliche Szenario nicht eintritt? Ja, was machen wir dann? Ist die FDP dann bereit, zum Beispiel ein Auge zuzudrücken bei der Schuldenbremse? Wie gehen wir damit um? Was ich zum Beispiel ja sehr begrüßen würde. Ich glaube, dass der Staat durchaus in der Lage ist, weiter höhere Schulden aufzunehmen. Das sehen nicht alle meine Kollegen so. Interessanterweise auch zum Teil von links. Natürlich die Ordo-Leute erst recht nicht, aber ist man da bereit, dann entspannter zu sein? Oder was macht man dann und wo kürzt man dann im Zweifelsfall? Kürzt man dann an Sozialausgaben, kürzt man dann an, dann heißt dann immer, wir kürzen Subventionen, aber die Subventionen, die haben wir ja auch schon alle 30 Jahre lang versucht zu kürzen und nie geschafft. Ja. Erhöhen wir dann die Mehrwertsteuer für Hoteliers wieder oder was? Also das ist ja, also solche Sachen. Ja. Also da finde ich ein bisschen wenig. Also Politik darf sich eben dann doch nicht nur auf den einen Teil der Studien verlassen, die das gerade so hinkriegen, wie man es gerne hätte, da würde ich dann doch ein bisschen mehr Robustheit einklagen, ja, oder einfordern. Und dann noch die ganz generelle Frage, was will man eigentlich mit diesen Steuersenkungen? Ja? Also was die Einkommensteuersenkungen angeht und die Verteilungswirkung, da hat das ZEW ja eine ganz gute Analyse veröffentlicht. Das ist auch, glaube ich, keine Inzidenzanalyse, sondern nur eine reine Zahlungsanalyse. Aber zunächst mal hat das ZEW das veröffentlicht, das ist auch relativ unstrittig. Und da ist es schon so, also das können Sie nicht bestreiten, Herr Dürr, dass die FDP die geringsten Entlastungen unten hat und die höchsten Entlastungen oben. Also und das ist auch okay so. Ich meine, ach so, das wollte ich übrigens auch sagen. Ich wollte durchaus der FDP ein Kompliment machen. Ihr Wahlprogramm und insbesondere der wirtschaftspolitische Teil des Wahlprogramms ist klar. Also wenn man liest, was da drin steht und das einigermaßen glaubwürdig ist, dann weiß man, was man bekommt, wenn man die FDP wählt. Das ist übrigens auch bei der SPD und bei den Grünen so und eben gar nicht so bei der CDU. Bei der CDU, wenn man das liest, da weiß man überhaupt nicht, was die wollen. Ja? Also insofern ganz großes Lob an diese drei Parteien, und in dem Fall dann tatsächlich an die Ampelparteien. Da ist es völlig klar, was man bekommt oder was der Wähler bekommen will. Und ich meine, das ist eine normative Entscheidung, dass man sagt, man will unten nicht so viel entlasten wie oben. Das ist okay, da kann ich als Ökonom auch nichts zu sagen. Das ist okay. Ja? Trotzdem sollte man sich nochmal generell wenn das die Politik ist, dann ist es ja, dann soll man damit in den Wahlkampf gehen. Trotzdem würde ich nochmal gerne ein bisschen zurücktreten. Was will man eigentlich? Und ist es jetzt wirklich an der Zeit, mit diesen Zukunftsausgaben, also wir haben immer noch im Nachklang Corona-Aufräumaufgaben zu leisten, hoffentlich sind es nur noch Aufräumaufgaben, auch das steht ja noch nicht ganz fest, aber dann eben die ganzen Zukunftsausgaben mit Digitalisierung, mit der Dekarbonisierung, und da ist doch eigentlich unstrittig, dass das Aufgaben sind, natürlich wird die auch die private Investitionen brauchen, wo es aber doch ein gerütteltes Maß an Staatsausgaben geben wird. Ich glaube, das ist auch relativ unstrittig. Und dann frage ich mich schon, ob es sozusagen die Zeit für ein Entlastungspaket von 80 Milliarden ist. Ja, also das ist schon, die Frage darf man sich dann schon stellen. Also wie soll dieses Mehrwachstum generiert werden? Ist es nicht ein Wachstum, das wir jetzt brauchen, das durchaus vielleicht schon auch ein paar Steuersenkungen braucht? Das will ich gar nicht bestreiten, aber doch ein gerütteltes Maß eben an Staatsausgaben auch braucht. Ja, ich glaube, da haben Sie mich noch nicht überzeugt von. Ja, das Argument einfach zu sagen, naja, am Ende muss es der private Sektor tragen. Ja, das ist schon richtig, aber wird er das dadurch, dass man ihn mit Steuern entlastet, oder wird es dadurch, dass man zum Beispiel konkrete Subventionen gibt? Oder also zunächst mal, dass man einen gescheiten CO2-Preis hat, da sind wir uns ja hoffentlich alle einig, aber dann eben, indem man eben bestimmte Subventionen gibt, Forschungssubventionen in die Grundlagenforschung, dann eben aber auch Adaptionssubventionen, um eben bestimmte Dinge schneller zu erreichen. Also das ist die Frage. Das finde ich mit diesem pauschalen Argument, das muss ja am Ende auch der private Sektor leisten, zwar richtig, aber letztlich nicht triftig. Zwei letzte Punkte, was mir gefallen hat oder was ich bemerkt habe, was Sie
was Sie gar nicht angesprochen haben. Das erste ist, Sie haben gesagt, wir wollen nichts mit Substanzsteuern. Bei der Vermögensteuer stimme ich Ihnen dazu, aber Sie haben nichts über die Erbschaftssteuer gesagt, die ja die vernünftigere Substanzsteuer ist, finde ich, aus verschiedenen Gründen, zumindest aus den Gründen, dass sie einfach erhebungstechnisch weniger problematisch ist als die Vermögensteuer, weniger aufwendig ist. Sie haben dazu nichts gesagt. Ich hoffe, dass Sie das nicht jetzt abräumen und sagen, wir auch mit der Erbschaftssteuer, auch bei der Erbschaftssteuer lassen wir nicht mit uns reden, weil im Zweifel hängt daran möglicherweise eine Koalitionsfähigkeit. Also und auch ökonomisch würde ich sagen, ist die Erbschaftssteuer diejenige Steuer, wo man im Zweifel doch noch mal genauer hinschauen sollte in Deutschland, ob wir da schon im Sinne von Generationengerechtigkeit alles tun. Ja? Der zweite Punkt, der mir gefallen hat im Wahlprogramm, den Sie jetzt gar nicht angesprochen haben, ist vielleicht ein bisschen technisch, aber als Nerd hat mir der sehr gut gefallen. Und zwar steht da, Sie wollen ja automatische Stabilisatoren in Deutschland stärken. Und das finde ich immer gut, mit einer negativen Gewinnsteuer, die dann eintritt, wenn es Krisen gibt. Ja, also die offensichtlich von makroökonomischen Indikatoren abhängig, gibt es dann eben Verlustverrechnungsmöglichkeiten bis hin zu einer negativen Gewinnsteuer. Und das finde ich gut. Ja, das hat zu lange gedauert. Da haben wir haben einiges gemacht da in der Krise, aber da hätte man, glaube ich, mehr machen können. Stattdessen hat man sehr kleinteilig versucht, Hilfen auszuzahlen, die dann nicht angekommen sind. Und mit so einer negativen Gewinnsteuer, das kann man relativ unbürokratisch schnell laufen lassen, glaube ich. Und vor allen Dingen, wenn das dann automatisch passiert, wenn das dann nicht erst noch beschlossen werden muss, also wenn man dann auch sozusagen, das ist eben schön am Kurzarbeitergeld. Ja, das Kurzarbeitergeld hat deshalb so gut funktioniert, weil es eben schon da ist als Institution. Ja, aber wir wissen genau, wie das funktioniert, wer es macht. Die Gesetze sind da, muss man da nur sozusagen nur ein bisschen rumschieben. Und genauso wäre es vielleicht auch auf der Unternehmensseite mit so einer negativen Gewinnsteuer. Das finde ich sehr charmant. Ich finde es immer gut, wenn automatische Stabilisatoren erstmal reinkicken, wenn der Staat dann nicht, wenn es dann in der Krise, wo es schnell gehen muss, nicht zu lange debattiert wird. Also das fand ich gut, ist vielleicht ein technisches Argument, fand ich aber eine innovative Idee. Und letzter Punkt vielleicht, Soli, ich stimme Ihnen dazu, aus sozusagen politikhygienischen Gründen gehört das Ding abgeschafft, weil es versprochen wurde. Auf der anderen Seite ist es halt auch eine Scheindebatte. Am Ende des Tages sollen die Parteien, man sollte das in die Einkommensteuer integrieren und man sollte halt den Einkommensteuertarif fordern, den man normativ als Partei gerne hätte, also die Progressivität davon. Und das machen sie, wie gesagt, da kommt dann raus, dass oben mehr entlastet wird als unten. Bei den eher linkeren Parteien ist es umgekehrt. Das ist auch okay, wie gesagt, da kann ich als Ökonom nichts zu sagen. Da soll man einfach ehrlich sein und soll den Soli dann tatsächlich einfach mal auf die politische Mottenkiste abstauben. Ja, gut, vielleicht so viel von mir. Vielen Dank, Herr Bachmann. Jetzt haben wir eine ganz, ganz lange Liste an Punkten. Vielleicht würde ich vorschlagen, mal mit dieser Frage der Inzidenz, der Effektivität anzufangen. Und ich fand den Punkt interessant, wie weit sich jetzt auch der Haushälter in Ihnen damit auseinandersetzt, was ist eigentlich, wenn die Rechnung zu optimistisch ist, die 2, also der Multiplikator 2, und man am Ende feststellt, dass die Selbstfinanzierung nur sehr partiell stattfindet. Es ist halt sehr eng genäht, sagen wir mal so. Also das, ich glaube, das kann man aus der Literatur schon nehmen. Ja, also vielen Dank erstmal, Herr Bachmann, für die Analyse, auch für das Lob. Jetzt muss ich aber eins doch vorwegschicken, weil den Pokal muss ich jetzt abholen. Vielen Dank für das Lob zur negativen Gewinnsteuer, weil also diese steuerpolitischen Vorschläge machen, ist ja immer Teamwork. Die negative Gewinnsteuer war tatsächlich meine Idee. Deswegen habe ich mich besonders darüber gefreut, dass Sie das gerade so herausgestellt haben. Es war jetzt auch nicht meine Bescheidenheit, dass ich es nicht erwähnt habe, aber das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, weil vollkommen richtig. Der Charme ist, dass es automatisch passiert. Ja, ganz genau, automatisch für die Finanzämter. Sie haben alle Argumente genannt, deswegen nehme ich das als Lob, bedanke mich dafür. Die Frage der Finanzierbarkeit, Herr Fricke, ich komm da sofort drauf, will nur zur ZEW-Studie mit der Erlaubnis so ein paar Dinge sagen. Ja, dass der FDPler jetzt eher auf die IW Köln-Studie verweist, hängt übrigens nicht damit zusammen, dass ich jetzt so arbeitgebernah bin, weil die
Forderung von Herrn Hüther zum Thema Schuldenbremse teile ich ausdrücklich nicht, das will ich auch mal sagen. Was ich bei der ZEW-Studie wissenschaftlich alles in Ordnung nicht ganz fair fand, war, bei den Steuersätzen sind wir bei den kleinen und mittleren Einkommen auf Platz 1, was die Entlastung betrifft. Da sind wir vor Rot und Grün und auch vor der Union natürlich deutlich, wobei das Wahlprogramm der Union ist mal interpretationswürdig, das bedürftig, das haben Sie gesagt. Der Hintergrund ist, dass natürlich Sozialtransfers dort eingerechnet werden, nämlich Kindergrundsicherung bei SPD und Grün, glaube ich. Unser Kinderchancengeld fällt hinten runter. Ich wollte es nur als Disclaimer sagen, also der erste Eindruck und die Headline, da würde die FDP bei kleinen, mittleren Einkommen nichts tun oder zu wenig tun, ist ausdrücklich falsch. Niemand will so hart wie wir beim Mittelstandsbauch ran und den zweiten Tarifeckwert komplett abflachen. Das will ich nur als Disclaimer dazu sagen. Sonst nichts gegen die wissenschaftliche Studie, aber dass da Sozialtransfers bei den anderen mit eingerechnet werden und auch unser Kinderchancengeld da hinten runterfällt, fand ich zumindest, muss man als Erklärung hinzuliefern. Thema Erbschaftssteuer machen wir vielleicht später nochmal. Das würde jetzt zu lange dauern, aber sage ich auch sehr, sehr gerne was dazu. Zum Thema Finanzierbarkeit. Wichtig ist, dass auch Rahmenbedingungen stimmen. Also bevor ich zu konkreten haushalterischen Finanzierbarkeit und jetzt zitiere ich dann doch nochmal die Studie von Herrn Fuest vom 23. August jetzt, der ja sagt, innerhalb von 12 Jahren ist das auch, gibt es den Selbstfinanzierungseffekt. Ich will mich jetzt nicht in den Streit der Wissenschaftler dort so sehr einmischen, aber unsere Rechnung mit 1:2, also 1 Euro Entlastung gleich 2 Euro Investition, ist eher konservativ gerechnet. Das waren ja die Überlegungen, die damals auch Herr Fuß und andere für den Kronberger Kreis gemacht haben. Und wenn man da genau hinschaut, mit der Elastizität, mit der dort gearbeitet wird, müsste man sogar noch optimistischer. Ich will nur sagen, diese Rechnung 1:2 ist, ja, mach mal ein bisschen anders, ist noch jetzt keine hyperoptimistische, sondern ich würde sagen, sie ist konservativ zukunftsorientiert, so will ich es mal sagen. Also ist jedenfalls aus meiner Sicht nicht überoptimistisch. Aber trotzdem ist natürlich eins richtig, klar, der Haushälter muss am Ende, wenn er sich selbst an die Schuldenbremse halten will, natürlich auch verfassungsrechtlich dran halten. Sie hat eine Atmungsmöglichkeit, das hat Christian Lindner auch öffentlich gesagt, die schwarze Null ist nicht morgen wieder realisierbar, das sagen ja wir auch sehr deutlich. An die Schuldenbremse wollen wir uns gleichwohl halten. Ein bisschen Atmung bietet eben die Schuldenbremse, 0,35 vom BIP, Konjunkturkomponente, also da gibt es Möglichkeiten. Und was mir ganz, ganz wichtig ist, Stichwort Rahmenbedingungen. Der Grund, Sie haben Trump von mit einem Wort gesagt, der Grund, oder sagen wir mal so, das Ganze kann nur dann funktionieren und auch den Refinanzierungseffekt, den Herr Fuß jetzt nochmal berechnet hat, den wir annehmen, der wird nur dann eintreten, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Ich habe über Planungsbeschleunigung vorhin nur kurz gesprochen, aber die Wahrheit ist natürlich auch, Sie brauchen auch echte politische, ich sag mal, politische Rechtssicherheit, das ist jetzt ein bisschen widersprüchlich, aber also politische Sicherheit, dass Ihre Investition auch langfristig trägt. Und ich sage ganz offen, ich hätte mir auch überlegt, ob ich unter einer Trump-Regierung in Amerika investiere. Also der Grund für, trotz der Steuerentlastung der Administration Trump, der Grund, warum die Investitionstätigkeit doch nicht so stark angezogen ist, wie man es dann unter anderen Rahmenbedingungen erwarten würde, ist natürlich auch Unsicherheit. Also ich meine, wenn jemand quasi mehr oder weniger den Freihandel für erledigt erklärt, dann muss man sich dreimal überlegen, ob man in so ein Land investiert. Oder mit anderen Worten, ein Land, was gar keine Unternehmensbesteuerung macht, aber in dem Mord und Totschlag herrscht, übertreibe bewusst, in dem wird natürlich auch nicht investiert. Also ich sag mal, die Darf ich da gleich mal einhaken, Herr Dürr? Ja? Ja. Ich verstehe natürlich, dass Sie, wenn Sie an die Regierung kommen, müssen Sie natürlich glauben, dass es dann sozusagen einen Confidence-Boost gibt und dass die Leute dann, das ist klar, das wäre ich als Politiker, wenn ich in der Partei anhöre. Glauben reicht nicht, man muss auch was ändern, man muss auch was machen. Klar, nee, also alles richtig. Aber zunächst mal, dass es diesen Confidence-Boost gibt und dass dann ein neuer Aufbruch gibt, man kann ja, als Zyniker kann man ja sagen, es kann ja auch nur besser werden. Das ist schon klar, dass Sie das sagen müssen, das ist schon klar. Das verstehe ich völlig, sonst. Es wäre ja irgendwie schizophren, wenn Sie das nicht sagen würden. Dennoch, als Außenstehender muss man schon fragen, ob diese Confidence-Booms dann wirklich kommen. Also das ist der eine, dieser psychologische Effekt, dass dann wirklich sozusagen auch die dass dann auf einmal das Vertrauen da ist. Also jetzt so 4 Jahre GroKo, alles so, keiner traut der ganzen Sache mehr. Und plötzlich dann gibt es dann, keine Ahnung, Schwarz-Gelb wird es ja nicht werden, aber realistischerweise ist es eine Ampel oder Jamaika vermutlich, vielleicht eine Deutschland-Koalition, also die kommt dann und dann ist die FDP da drin und dann glaubt jeder Unternehmer in Deutschland, dass dann die politischen Rahmenbedingungen so besser sind, dass dann richtig investiert wird. Also das ist
Da muss man doch ein Fragezeichen dahinter stellen. Das Erste und natürlich Deregulierung, da sind wir alle für. Wir sind alle für Deregulierung. Vermutlich haben sogar die Grünen irgendwo was drinstehen in ihrem Programm, dass man deregulieren muss. Aber das ist halt auch, das ist schon ein bisschen an Feen geglaubt. Also in der englischsprachigen Welt reden wir von der Confidence Fairy, von der Subventions Fairy, ja, die sollen immer abgebaut werden. Genauso ist es mit den Regulierungen. Die haben ja zum Teil oft ihren Grund. Und die Frage ist halt, sollen die Unternehmer das dann plötzlich glauben? Ich verstehe, dass sie das sagen müssen, aber als Ökonom muss man doch Fragezeichen dahinter stellen. Und wenn der Punkt ist, wenn das nur funktioniert, wenn alles sozusagen im besten Falle läuft, und das glaube ich, kann man aus der Literatur schon nehmen. Also denn die Elastizitäten, die Sie da zitieren, wie gesagt, ist nicht klar, dass es auf die heutige Zeit so ohne weiteres anwendbar ist, auch auf Deutschland so ohne weiteres anwendbar ist. Wenn es so ist, dass es nur im wirklich bestmöglichen Fall und dann auch noch alles andere richtig gut laufen muss, und spricht ja viel dafür, dass es in der Welt vielleicht sogar erstmal eine Zeit lang noch schlechter laufen wird. Corona, geopolitische Sachen, wollen wir gar nicht weiterreden. Deglobalisierung, ist es dann wirklich so offensichtlich, dass man sich nicht zumindest einen Plan B haben muss. Darum geht es mir. Einen Plan B haben muss, was passiert eigentlich, wenn diese hohen Multiplikatoren nicht kommen? Ja, lassen Sie mich gerne darauf antworten, Herr Bachmann, und noch ein Argument, was diese Argumentationskette, die ich dann doch wieder am Ende durchbreche, aber noch sogar schützen würde. Sie haben nicht ganz Unrecht. Was wäre denn beispielsweise, wenn ein Handelskrieg ausbricht und insgesamt die Weltwirtschaft in Probleme bekommt? Da würde man ja auch als Unternehmer sagen, oh Gott, die Weltwirtschaft geht unter. Ich bin exportorientierter KMU in Deutschland. Investiere ich trotz der netten Steuersenkung der FDP trotzdem nicht. Also das Argument verstehe ich im Grundsatz nur. Was wäre die Folgerung daraus? Die Folgerung wäre ja, Sie haben es gerade vorhin im ersten Statement ein bisschen selbstkritisch gemacht, dann machen wir halt gar nichts. Und das ist saugefährlich. Also natürlich das Prinzip Hoffnung alleine, da bin ich total bei Ihnen. Wir müssen alles dafür tun, übrigens auch nicht nur national, damit meine ich Planungsbeschleunigung, Entbürokratisierung, haben wir darüber gesprochen, sind wir einer Meinung, muss man halt umsetzen, klar, keine Frage, dicke Klammer auf, Planungsbeschleunigung hat Deutschland mal in den 90ern gemacht, deutsche Einheit, kann man kopieren, will ich jetzt nicht vertiefen, habe ich ganz viele Vorschläge zu. Aber natürlich müssen wir auch übrigens vielleicht politisch, wirtschaftspolitisch, international mehr für Freihandel werben, haben wir in den letzten Jahren halt auch nicht getan als Deutsche. Aber Sie haben natürlich recht, nur die Alternative zu sagen, naja, dann gehen wir halt in einen gesunden Schrumpfungsprozess und haben Pech gehabt, die halte ich politisch für falsch. Und deswegen sage ich in Schritten, deswegen sage ich, natürlich ist jedes Wahlprogramm, auch die Entlastungsvorschläge übrigens der anderen Kollegen, übrigens auch der Vorschlag der Grünen, wir nehmen 500 Milliarden Euro Schulden auf und beten dann zu Gott, Entschuldigung für die Polemik, dass diese 500 Milliarden Euro vom Staat so genial investiert werden, dass alles super läuft, ist auch Prinzip, mindestens Prinzip Hoffnung. Aber wenn man jetzt die Zukunft komplett grausig aussieht, bin ich bei Ihnen, dann kann man national auch in einer globalisierten Welt nicht so wahnsinnig viel ausrichten. Nur ich muss ja schon irgendwie alles national dafür tun, bei den Steuersätzen, bei der Bürokratisierung, damit, wenn es Chancen gibt zu investieren, dass das Feld bereitet ist. Also ich tue mir schwer mit dem Argument nach dem Motto, nee, alles zu blöd und zu gefährlich, dann haben wir halt ein bisschen weniger Wachstum in Deutschland, haben Pech gehabt. Das halte ich ausdrücklich für falsch. Und aus einem letzten Punkt. Der Bundeshaushalt steht über das, was wir hier vorschlagen als FDP in weitem nicht. Der Bundeshaushalt steht an einer anderen Stelle unter Druck. 360 Milliarden Euro, Einnahmen, Ausgaben, davon 100 Milliarden, ich sagte es eingangs, Tendenz steigen bis auf ein Drittel als Zuschuss in die GRV, in die gesetzliche Rentenversicherung. Disclaimer, ganz wichtig, das ist alles fast eigentumsgleich. Das sind Ansprüche von Rentnerinnen und Rentnern, die richtigerweise zu zahlen sind, auch der Zuschuss. Da bin ich total dabei. Und wenn ich wollen, dass die Sozialversicherungsbeiträge, was auch das Wachstum abwürgen würde, exorbitant steigen, müssen wir das tun. Aber an der Stelle müssen wir den Hebel umlegen. Also das, was ich hier steuerpolitisch beschreibe, funktioniert dann, wenn insgesamt die Rahmenbedingungen stimmen. Deswegen habe ich das Thema Einwanderung am Anfang genannt. Ich bin der festen Überzeugung, eine absolut notwendige Bedingung ist auch, dass wir uns anders benehmen als Einwanderungsland. Also auf eine wachsende Volkswirtschaft und die Investitionstätigkeit, die ich hier mit den steuerpolitischen Vorschlägen auslösen will, das wird sich nur dann realisieren lassen, wenn auch Arbeitskräfte dafür da sind. Wenn wir insgesamt wieder in allen Politikfeldern, bei den Rahmenbedingungen, Stichwort Planungsbeschleunigung, bei der Steuerpolitik,
Stichwort Entlastung, weil wir Höchststeuerland sind. Und natürlich bei der Arbeitskräftebasis, wenn wir in all diesen Politikfeldern was machen. Und da bin ich halt, ja, dann bin ich da ein bisschen Optimist. Also ich glaube, es könnte eine kommende Bundesregierung, mein persönliches Gefühl wäre, dass der Durchbruch da eher bei Jamaika zu schaffen wäre als bei anderen Dingen. Aber eine echte Umsteuerung am Arbeitsmarkt, um voll auf Wachstum zu setzen, das wäre notwendig, absolut notwendig, weil wir haben ja gemeinsam mit Professor Werding uns diese Zahlen sehr, sehr genau angeschaut und festgestellt, dass wenn wir nichts tun an der Stelle, wir zum Ende dieses Jahrzehnts auf verfassungswidrige Haushalte dauerhaft hinauslaufen, weil der Steuerzuschuss in die GRV geradezu explodiert. Also sehen Sie es mir nach, dass das ist kein Zweckoptimismus, was ich betreibe, aber es ist die steuerpolitischen Vorschläge und all das, was wir sagen, sind alles Bausteine, wenn man auf eine wachsende Volkswirtschaft setzen will. Da muss man jedenfalls auch nachsteuern, nur zu hoffen, dass man weiterhin, und da komme ich jetzt auf letzter Satz jetzt, Entschuldigung für die Länge, Herr Fricke, zu hoffen, dass wenn wir die Steuersätze so lassen, dass wir dann trotzdem die Einnahmebasis behalten, das teile ich ausdrücklich nicht. Also nichts tun an der jetzigen Stelle würde aus meiner Sicht, also nicht auf Wachstum zu setzen, auch nach den Corona-Schulden, würde aus meiner Sicht dazu führen, dass wir mindestens die Schuldenbremse dauerhaft reißen und dass wir auf Haushalte hinauslaufen, die nicht dazu führen, dass bei den großen Aufgaben, die auch der Staat machen muss, bei Klimaschutz und Digitalisierung finanziert werden können. Also nichts tun heißt am Ende des Tages sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, sage ich auch ein bisschen als Ökonom übrigens, jetzt nicht nur als Politiker, sehr wahrscheinlich, dass wir mit weniger Einnahmen des Staates leben müssen. Also ich stimme da ja zu. Also was das natürlich, Wachstum wollen wir alle. Ja, aber Sie haben jetzt wieder so eine mögliche Feder aufgemacht, die Immigration. Auch darüber reden wir schon Jahrzehnte in Deutschland. Und wenn wir mal ehrlich sind, ich stimme da völlig zu. Tun wir leider nicht. Ich bin ja selber Migrant. Ja, ich bin ja ausgewandert sozusagen. Und ich kann persönlich sagen, Deutschland schafft es ja noch nicht mal attraktiv zu sein für seine eigene Diaspora. Ja, schafft es ja nicht mal so attraktiv zu sein, dass ich wieder nach Deutschland zurückkommen will und wissenschaftlich tätig sein will. Ja, also wie wollen Sie da die Inder und Chinesen anlocken? Die kommen trotzdem immer noch lieber offensichtlich in die USA und in andere Länder. Also das ist, wenn überhaupt, kriegen Sie das nur sehr langfristig hin, aber die Steuerausfälle haben Sie jetzt 80 Milliarden. Insofern sehe ich das 360 Milliarden, 80 Milliarden, sehe ich jetzt doch nicht, das sehe ich nicht als kleine an. Also auch das muss ja dann kurzfristig irgendwie finanziert werden. Selbst die Selbstfinanzierung, auch beim IFO, also selbst da in diesen positiven Schätzungen, das dauert ja eine Weile, bis das auftritt. Vorher müssten riesige Schulden angehäuft werden. Wie gesagt, ich bin dafür, ich will diese Schulden. Die Frage ist nur, ob Sie dann bereit sind, die dann zu ertragen. Nein, der Punkt ist ja ein anderer. Wir wollen mehr Wachstum, alle wollen mehr Wachstum, vielleicht bis auf ganz wenige Degrowth-Leute in einem ganz bestimmten Subfeld bei den Grünen, aber auch nicht im Mainstream-grünen Bereich. Wir wollen alle mehr Wachstum. Die Frage ist doch letztlich, wollen wir das nicht, weil gerade wegen der Unsicherheiten wollen wir nicht verschiedene Hebel bedienen. Ja, das ist ja, Sie sagen, wenn ich Ihr Parteiprogramm lese, muss alles über Steuersenkungen gehen, mehr oder weniger. Ja. Bei den Grünen liest man, es muss alles über Staatsausgaben gehen. Ich hoffe, in der vernünftigen Koalition mit Ihnen beiden, ohne Sie beide wird es ja nicht gehen, so wie es aussieht zurzeit, politisch, kommen wir da auf einen guten Mix am Ende des Tages. Ja? Also mir ist es einfach nicht plausibel, dass dieses Wachstum nur über die Steuersenkung zu erzielen ist, in einer Zeit, wo einfach große Zukunftsinvestitionen zu machen sind, die wegen der Netzwerkeffekte und so weiter, zum Teil der Staat wird finanzieren müssen. Das sind klassische Staatsaufgaben. Insofern, mir geht es nur um die beiden Extreme. Ich finde beide Extreme da nicht gut, ehrlich gesagt. Aber ich finde mich gar nicht extrem. Ich habe ja gerade neben der Schöpfung drei weitere Felder genannt. Vielleicht nochmal so ein bisschen stringent auf die Frage der Effizienz hinzuführen. Es gibt Fragen im Chat. Ich resümiere mal einen Punkt. Eine Frage, ist denn in der jetzigen Situation, wo Unternehmen insgesamt, jetzt mal unabhängig von den unmittelbar durch die Corona-Krise betroffenen kritischen Bereiche, insgesamt eine sehr gute Gewinnlage haben, wo die Ausstattung ganz gut ist, welche Indizien haben Sie dafür, dass sozusagen eine Steuersenkung, Körperschaftssteuersenkung, Investitionen auslöst, die Sie jetzt nicht machen, also die Sie nicht ohnehin schon machen würden?
Scheitert das wirklich an der sozusagen an der Liquidität oder an der Ausstattung, sozusagen der finanziellen Ausstattung? Das wäre so die eine Frage. Wenn ich die gerade noch ergänzen darf, was sagt Ihnen, dass diese Unternehmen dann, wenn sie die Unternehmenssteuer gesenkt haben, Investitionen machen in die Dekarbonisierung und in die Digitalisierung? Das wollen wir noch zusätzlich. Was sagt Ihnen, dass sie nicht irgendwelche braunen Investitionen machen, wenn es einfach nur über die Gewinnsteuer geht? Brauchen wir da nicht noch was anderes? Also zumindest brauchen wir da einen CO2-Preis, mal mindestens. Wenn sie einfach nur die Gewinnsteuer senken, dann gibt es überhaupt keine Garantie, was das eigentlich für Investitionen sind und ob die dann auch gesellschaftlich wertvoll sind. Sorry, Herr Fricke, aber es hat irgendwie geradezu gepasst. Gut, und die zweite Frage ganz konkret, weil Rudi Bachmann das auch schon angesprochen hat, soweit ich Sie verstanden habe, haben Sie doch schon jetzt vor, sozusagen in gewisser Weise diese Vorfinanzierung wirken zu lassen. Und diese Kompatibilität mit der Schuldenbremse, die ist mir noch nicht so ganz klar. Also wie ist das kompatibel? Bei 0,3 Prozentpunkte, das wird, glaube ich, nicht ausreichen, um die Steuersenkungen zu finanzieren. Ich nehme beide Punkte gerne auf, fange mit dem ersten an. Das sind drei Punkte, weil zu Klimaschutz muss ich dringend was sagen, habe ich gerade gemerkt, als Herr Bachmann seine Ergänzung gemacht habe. Finanzierbarkeit, das ZEW unterstellt ja quasi am 01.01.2022 werden alle Schritte, die die FDP über mehrere Jahre verteilen will, auf einmal passieren. Das ist ja nicht der Fall, sondern wir haben ausdrücklich gesagt, Christian Lindner auch mehrfach öffentlich, ich glaube das letzte Mal bei Theo Koll im Sommerinterview, dass das schrittweise passieren soll. Das ist übrigens auch der Unterschied zur Programmatik der Freien Demokraten 2009, als wir damals einen Einkommensteuertarif gefordert haben. Das war sozusagen eine 1- oder 0-Geschichte. Musste alles machen oder gar nichts machen. Ist dann bedauerlicherweise gar nichts passiert. Die politischen Folgen für meine Partei sind allgemein bekannt. Aber wir legen gerade betrifft den zweiten Tarif Eckwert, also die kleinen und mittleren Einkommen, Mittelstandsbauch, aber natürlich auch den Spitzensteuersatz. Wir legen ausdrücklich Wert, dass es schrittweise und haushaltsverträglich passieren soll. Das ist ja der erste wichtige Punkt. Plus hinzu, ich könnte alle 500 Änderungsvorschläge der FDP jetzt vorschlagen und so weiter, aber in sich ist es konsistent. Und die Rente mit 63 habe ich bewusst, gleichwohl ich weiß, dass es provokativ ist, aber bewusst auch angesprochen. Aber ein zweiter Punkt ist mir wichtig, weil sowohl Herr Bachmann, Sie als auch Herr Fricker haben jetzt den Eindruck erweckt, wir würden ausdrücklich sagen, nur die Steuerpolitik würde alles retten. Ich habe jetzt gerade mehrfach gesagt, das ist ausdrücklich nicht unsere Position und habe Herrn Trump genannt, weil das ist das beste Beispiel dafür, dass es eben nicht reicht. Wenn man einen verrückten Typ, Entschuldigung, ist jetzt sehr polemisch, aber wenn man einen verrückten Typ an der Spitze des Staates hat, wo man die Sorge haben muss, dass der Welthandel zusammenbricht, dann wird man natürlich nicht investieren, auch wenn er die Steuersätze senkt. Also insofern, mit Verlaub, ich bin nicht der Fundamentalist, der vielleicht mir jetzt gerade zugeschrieben wird, sondern ganz im Gegenteil. Ich hatte es ganz, ganz wichtig, ich habe über Einkommen, Einwanderungspolitik gesprochen. Übrigens, Sie sagen, da wird seit Jahrzehnten drüber gesprochen. Ich habe das Thema Einwanderungspolitik 2017 bei Jamaika verhandelt und habe gemerkt, wie absurd fundamentalistisch sowohl Grüne als auch die CSU bei dem Thema drauf ist. Also die Grünen haben gar nicht erkannt, welche Arbeitsmarktpotenzial dahinter steht. Und die CSU hat damals fast schon rechts argumentiert. Ich fand es absurd und habe gar nicht darüber nachgedacht, wie wichtig das für die Zukunft und den Wohlstand in Deutschland in Zukunft ist. Also da bin ich anderer Meinung, da bin ich auch als FDP ein Alleinstellungsmerkmal, hoffe aber, weil ich den Eindruck habe, Grüne und weite Teile der CDU haben sich da bewirkt, dass man nach der Wahl ein echtes Einwanderungsgesetz bekommt. Das ist die Voraussetzung und Herr Scheele als BA-Chef hat mir ja davor zwei Tagen auch recht gegeben, die ausdrückliche Voraussetzung für Wachstum. Einwanderung in den Arbeitsmarkt ist die Voraussetzung. Also das sind alles notwendige Bedingungen sozusagen, aber noch keine Hinrechnung. Aber jetzt zum Thema CO2-Preis und Klimaschutz. Weil Bachmann sagte, kann ja sein, dass das dann alles in neue Braunkohlekraftwerke investiert wird. Ich habe angedeutet, dass ich Diplomökonom bin und es gibt ein Thema, mit dem ich geradezu verheiratet bin und wo mein liberales Herz ausgibt. Ich habe meine Diplomarbeit damals in Hannover über das Thema CO2-Emissionshandel geschrieben, weil ich nicht nur ein großer Fan bin, sondern als Politiker und Ökonom davon überzeugt bin, dass nicht das Steuerrecht, nicht geniales Ordnungsverbotsrecht, sondern ausschließlich ein echter Emissionshandel die Lösung für das Problem ist. Das ist übrigens auch nicht naiv, deswegen finde ich den Hinweis, auch Herr Bachmann, das sei jetzt ein bisschen provokativ für eines Ökonomen, da müsste es einen guten CO2-Preis geben, finde ich komisch. Was ist denn ein guter CO2-Preis? Also einen, der der Deutsche Bundestag festlegt? Um Gottes Willen, bitte. Da sitzen zwar ein Ökonom, aber diese Ökonomen, die da sitzen und auch alle anderen Politiker, haben keine Ahnung, was der gute CO2-Preis ist. Das ist beim EEG schon katastrophal schiefgelaufen.
bitte lasst uns endlich einen Konsens schaffen, damit wir die Pariser Klimaschutzziele erreichen. Lasst uns bitte nicht CO2-Preise raten, würfeln oder politisch beschließen, sondern bitte lasst uns endlich die Menge strikt festlegen. Die Menge ist das Entscheidende fürs Klima. Ja, da haben Sie mich aber missverstanden. Ich bin, was die Implementation angeht, ob das über eine Mengenbeschränkung oder eine direkte Preissteuerung, bin ich relativ leidenschaftslos, ehrlich gesagt. Ich bin da leidenschaftlich. Ich weiß, das sind zum Teil juristische Argumente, mehr als ökonomische Argumente. Im gewissen Sinne sind die beiden äquivalent mit einem bescheidenen CO2-Preis, meine ich, dass der Preis am Ende die Externalität reflektiert. Das kann man auch über eine Mengenbeschränkung machen. Also da bin ich, was die Implementation angeht, relativ leidenschaftslos. Bin ich beruhigt, dass ich sie zumindest nicht gegen mich habe an dem Punkt. Aber das halte ich wirklich für entscheidend. Das heißt, wenn ich am Ende investiere, dann weiß ich ja als Marktteilnehmer, wie sich die Menge entwickelt, weil das ist öffentlich bekannt, weil sich aus den Pariser Klimaschutzzielen rechnen lässt. Natürlich weiß ich nicht genau den Preis, das sage ich ich zur Fairness dazu, aber bei meinen anderen Input-Produkten, die ich für meine Produktion brauche, weiß ich den Preis auch nicht immer, weil es ein marktlicher ist. Also das muss klar sein. Lasst uns bitte nicht über das Steuerrecht oder sonst was immer wieder versuchen, moralische Klimaschutzpolitik zu machen. Ich sage das bewusst so provokativ, sondern wer Klimaschutz ernst meint, der muss sich auf die Menge festlegen. Wer nach wie vor versucht, Detailsteuerung über Preise zu machen oder über das Steuersystem, deswegen lehne ich das ausdrücklich ab. Ich finde, der versündigt sich sogar im Klimaschutz. Der Disclaimer war mir noch wichtig, Herr Fricke. Okay. Trotzdem noch mal kurz die Frage. Sie haben jetzt sozusagen darauf geantwortet, dass die Maßnahmen erst schrittweise kommen. Ich hatte das zwischendurch mal so verstanden, als sei die FDP-Position mittlerweile dahingehend, dass man sagt, man muss auch ein Stück vorfinanzieren. Also sozusagen die Steuersenkungen über Kreditaufnahme de facto vorfinanzieren, weil eben sie mit dem hohen Multiplikator rechnen und auf Dauer dann die Selbstfinanzierung. Das müsste ja dann trotzdem in irgendeiner Weise mit Schuldenbremse oder so kompatibel gemacht werden. Oder eben nicht. Also ja, deswegen unterscheide ich bewusst zwischen der, ich sag mal, politischen schwarzen Null und der Schuldenbremse. Das natürlich je nach Jahr und Konjunkturlage, 0,35 vom BIP plus Konjunkturkomponente, die Dinge unterschiedlich sind, ist mir durchaus bewusst. Aber im Rahmen dessen haben wir eine, wie ich finde, konjunkturatmende Schuldenbremse. Also da gäbe es Möglichkeiten innerhalb der Schulden, also innerhalb des Rechtsrahmens aktuell, auch Kredite aufzunehmen. Und ja, dann wäre es auch richtig, um die Wachstumsimpulse, die ich eben der Entlastungspolitik und den anderen Rahmenbedingungen, die ich vorhin genannt habe. Wenn ich das umsetze, dann habe ich die Möglichkeit, das innerhalb der Schuldenbremse zu tun, wenn ich es über mehrere Jahre strecke, auch Streichungsvorschläge der Freien Demokraten aufnehme. Da wird auch nicht alles zu 100% umgesetzt. Deswegen bin ich ja auch nicht so naiv, dass das, was ich hier an Vorschlägen mache, dass das am 1. Januar 2022 sozusagen recht und Gesetz wird. Und zur Wahrheit gehört auch, das ist halt Politik, das kann ich ja nie ändern. Zur Wahrheit gehört auch, dass man für die Änderung des Einkommensteuertarifs und des Körperschaftssteuergesetzes den Bundesrat auch braucht. Auch das ist wahr. Nur falsch wäre doch, wenn der Politiker in den Wahlkampf geht und sagt, es ist alles schlimm, ich kann nichts ändern. Also sorry, da bin ich noch mal ein bisschen, wie gesagt, da habe ich dann doch ein bisschen mehr Optimismus als der Herr Bachmann, weil ich schon möchte, dass wir im Wettbewerb der Ideen den Menschen die Auswahlmöglichkeit geben. Und von daher ist das eine Möglichkeit, nicht nur eine steuerpolitische, aber auch eine steuerpolitische, die aus meiner Sicht deshalb haushaltskompatibel ist, weil die Schuldenbremse Möglichkeiten auch der Kreditaufnahme ermöglicht. Sie ist nicht deckungsgleich mit der schwarzen Null, das ist ganz wichtig zu wissen. Und zum Zweiten eben wir vorschlagen, das auf mehrere Jahre zu verteilen. Das sage nicht ich übrigens jetzt nur und der Christian Lindner im Sommerinterview steht auch im Wahlprogramm. Wir haben natürlich unterschiedliche Rollen. Ihr Job ist es, optimistisch zu sein. Mein Job ist es, sich Sorgen zu machen. Alles gut, alles gut. Es gibt auch viele Politiker, die sind Pessimisten. Das ist auch, mit denen mag ich gar nicht sprechen. Die sind immer so negativ. Die in der jetzt viel diskutierten, diese Woche von Ihnen auch zitierten Studie des IFO-Instituts ist ja eigentlich das Ergebnis sehr differenziert. Also sozusagen, Sie haben am Anfang jetzt darauf hingewiesen, dass für die FDP mindestens so wichtig Abschreibungen sind, die verbesserten Abschreibungsmöglichkeiten. Das ist so in der öffentlichen Wahrnehmung natürlich eigentlich nicht so. Da war jetzt immer so vor allen Dingen von den Steuersätzen die Rede. Aus der Studie kommt relativ klar raus, dass die Senkung der Körperschaftsteuersätze eigentlich einen relativ geringen Effekt hat. Damit würden Sie bei weitem keine Selbstfinanzierung bekommen. Da ist die Rede von einem Drittel. Das heißt, zwei Drittel müsste dann anderweitig finanziert werden. Nur die
umgekehrt die Abschreibemöglichkeiten umso effizienter sind und die Summe aus beidem, also wenn man beides zusammen tut, dann kommt man so ungefähr auf eine ganz akzeptable Rechnung. Wenn man das jetzt mal, ich kann die Details des Modells jetzt nicht so nachvollziehen, aber wenn man das mal einfach so nimmt, müsste man da nicht sagen, lasst uns lieber ganz auf die Vergünstigung von Abschreibungen gehen, weil da hat man die Gewähr, dass die Unternehmen das tatsächlich ja definitionsgemäß für Investitionen nutzen und das viel weiter in den Hintergrund drücken, die Steuersätze zu senken. Nur kleine Klammer, man liest in dem Gutachten aufmerksam am Ende, ist im Fazit steht da drin, naja, also vielleicht ist das mit den Steuersätzen ja trotzdem wichtig, weil die Signalwirkung irgendwie wichtig ist. Das ist dann, weiß ich nicht, ein bisschen esoterisch, weiß nicht, wie die messbar ist, wenn das aus dem Modell nicht rauskommt, dann vielleicht ist aber da trotzdem noch was. Die Signalwirkung würde auch dann, nur um den Punkt noch zu machen, doch am ehesten kommen, wenn man das auf einmal macht und nicht, wenn man das jetzt über Jahre streckt, nur so zum Thema Finanzierbarkeit. Darf ich ein, zwei Sätze, ich mache es dann noch kurz dazu sagen. Erstinvestitionen von neuen Marktteilnehmern, da sind Steuersätze durchaus interessant. Wir wissen, dass wenn internationale Standorte gesucht werden, dass dann natürlich auch Steuersätze verglichen werden. Ich glaube, da ist Herr Bachmann durchaus meiner Meinung. Deswegen ist dieses Signal des Steuersatzes und dann übrigens auch einer Projektion auf, wir haben vor, haushaltsverträglich in den kommenden Jahren weiter den Satz zu reduzieren, wenn nicht radikal zu reduzieren. Ich meine, wir reden hier von Steuersätzen, nochmal im internationalen Vergleich, wenn man die Gewerbesteuer muss man mal dazu rechnen für die Unternehmen. Dann nochmal, da wird Herr Bachmann mir auch nicht widersprechen, sind wir schon im OECD-Raum nicht Steuermusterland mit Verlaub. Also ich sage vorletzter Platz vor Belgien, können andere von mir aus anders rechnen, aber wir sind bei der Unternehmenssteuer schon Höchststeuerland und deswegen macht es das unattraktiver. Aber wichtiger Punkt, Herr Fricke, auch ich würde mir wünschen, wenn die Medien noch mehr über meine und die großartigen Vorschläge der Freien Demokraten zum zu verbesserten Abschreibungsmöglichkeiten berichten. Die stehen übrigens nicht nur im Wahlprogramm drin, sondern es gibt ganz, ganz viele tolle Drucksachen im Deutschen Bundestag. Und wenn Sie da einen Draht haben, ich glaube, den haben Sie zu Medien gerne weitersagen. Also unsere Vorschläge zu verbesserten Abschreibungsmöglichkeiten gibt es nicht erst seit Corona oder seit dem Wahlkampf ist, sondern bereits seit 2017. Und da teile ich die Einschätzung, die Sie gerade nochmal gesagt haben und natürlich auch die von Professor Fuest et al. In der Studie. Würde vielleicht auch eine Brücke schlagen zu möglichen Koalitionspartnern, oder? Die mit sowas eher leben können. Ja, also wenn, ich habe jetzt die Grünen noch nicht zum Thema, also unsere Vorschläge zum Thema Abschreibung haben die Grünen bisher abgelehnt im Bundestag, aber da können sie ja ihre Meinung ändern, wenn ich lade die da herzlich ein und die Union auch, also und auch alle anderen, also wer da mitmachen will bei besseren Abschreibungsmöglichkeiten, ich sage mal, wir sind Service-Opposition, wir machen ja nicht Fundamentalpolitik, sondern wir sagen immer, wie es besser laufen kann und da kann man gerne mitmachen. Okay, Herr Bachmann, haben Sie unmittelbar noch eine Frage, weil sonst würde ich was aus dem Denke, es wurde ausdiskutiert. Ja. Gibt es aus dem Chat einmal von Fabian Kranken. Ich lese sie jetzt mal vor, aufgrund der Zeit, sonst bitte auch dazu schreiben, wenn jemand dringend das selber fragen möchte, dann stellen wir auch frei. Fabian Kranken fragt, wie möchte die FDP Investitionen in öffentliche Netze etc. ermöglichen, wenn sie gleichzeitig Schuldenbremse einhalten möchte, das IMK und IW schätzt für die nächsten 10 Jahre diese 450 Milliarden, die schon zitiert wurden, sind, die sicherlich höher oder niedriger zu schätzen sind. Vielleicht nochmal, Sie haben eben schon ein bisschen darauf geantwortet, aber vielleicht nochmal fokussierter die Antwort auf die Frage, würden Sie das Geld definitiv besser investiert sehen in Ihr Programm Steuersenkungen als in ein großes öffentliches Investitionsprogramm? Wie ist da so Ihre Prioritätensetzung? Ich bin auch für öffentliche Investitionen. Übrigens, unsere Änderungsvorschläge für den Bundeshaushalt, ich habe gerade die Zahl von über 500 Änderungen vorgeschlagen, da kommt am Ende immer raus, dass die Investitionsquote höher ist als das, was die GroKo an Politik gemacht hat. Also ich bin durchaus dafür, nicht falsch verstehen, dass es öffentliche Investitionen gibt. Ich bin übrigens noch mehr dafür, dass es auch wirklich ausgegeben wird, weil der Andi Scheuer und viele andere Bundesminister haben das Geld ja mal wieder zurückgegeben am Ende des Jahres. Deswegen haben wir die große Rücklage mit 50 Milliarden Euro bei Olaf Scholz liegen, weil da immer das Geld nicht abgeflossen ist. Also das Hauptproblem der öffentlichen Investitionen in den letzten Jahren waren nicht zu geringe Titel im Bundeshaushalt, sondern zu wenig Möglichkeiten, wirklich das Geld zu verausgaben. Stichwort Planungsbeschleunigung. Aber da das jetzt auch alle im Wahlkampf. Das Problem der GroKo war eben aber auch, dass sie eben es versäumt hat, wirklich in die Dekarbonisierung nennenswert einzusteigen. Und ich meine, wie gesagt, man kann sich jetzt über die Zahlen streiten, aber wenn die nur annähernd größenordnungsmäßig korrekt sind vom IMK und IW, dann reden wir halt hier über einen Batzen Geld und dann reichen die 50 in der Investitionsrücklage sozusagen nicht aus, sondern das kommt noch on top.
Es sei denn, Sie wollen es irgendwo anders kürzen. Wie gesagt, dann will ich so sagen, wer es ist. Und das ist, ich meine, das ist ja genau der Punkt, den ich immer wieder habe versucht zu machen. Wir sind uns einig, dass wir mehr Wachstum wollen. Die Frage ist nach dem Weg dahin, ist sozusagen Steuersenkungen das alleinige bzw. das Hauptmittel oder auch diese Abschreibungsmöglichkeiten? Oder ist es nicht eine Art von Wachstum hier, dass jetzt nicht nur Wachstum gebraucht wird, sondern eben Wachstum in einer Art und Weise, die eben die eben nennenswert in die Dekarbonisierung einsteigt und zum Beispiel in die Netze, die da gebraucht werden, dazu nennenswert investiert. Und da habe ich tatsächlich noch nicht so viel von Ihnen gehört. Sie sagen halt immer, das soll der private Sektor machen. Aber ist das realistisch? Also da scheint es ja durchaus Meinungsverschiedenheiten zu geben, wenn IMK und IWE sagt, dass es sich hier um öffentliche Investitionen handelt. Ich glaube, das ist der Dissens, der Weg zum Wachstum. Nee. Geht es über mehr G oder über weniger T? Okay, dann ist da gar kein Dissens, sondern also der Weg zum Wachstum alleinig über öffentliche Investitionen muss ein Irrglaube, glaube ich, sein, anhand der Relation. Also ob wir nur 80% privat haben, 20 öffentlich oder 90, 10 ist mir relativ egal. Es geht ja nicht alleinig. Alleinig, das ist genau, deswegen, genau, richtig, genau. Wenn wir jetzt aber von Netzen, ich gehe davon aus, es geht um den Stromnetzausbau an der Stelle vor allen Dingen, dann sind das übrigens auch vor allen Dingen nicht Investitionen des Staates, sondern nebenbei gesagt der Stromnetzbetreiber, das wird dann über die Netzentgelte umgelegt. Also zu glauben, man muss in den Bundeshaushalt, das ist deshalb wichtig, weil ich habe viele Jahre Energiepolitik gemacht, deswegen weiß ich das nun sehr genau. Wenn wir über Stromnetze vor allen Dingen sprechen, sind es keine Mittel aus dem Bundeshaushalt oder aus den Länderhaushalten, sondern es sind Investitionen der vier Netzbetreiber, Übertragungsnetzbetreiber, die dann über die Entgelte wieder reingeholt werden. Das ist also, da bringt einem Geld im Bundeshaushalt gerade gar nichts beim Thema Verstromung oder stärkere Stromorientierung der Privatwirtschaft. Aber andere Infrastruktur ist natürlich wichtig. Stichwort Ladesäulen etc. pp. Wie baue ich Straßen so, dass Elektromobilität funktionieren kann? Da bin ich sofort dabei. Bei mir an der Küste das Thema Wasserstoffwirtschaft. Wie schaffe ich es, Wasserstoffterminals zu machen, Hafeninfrastruktur, öffentliche Investitionen. Bei all den Punkten bin ich sehr dabei und betone nochmal, da habe ich ganz viele Änderungsanträge zu den Haushalten schon gestellt, da an der Stelle mehr zu tun, tun auch meine Kollegen im Landtag von Niedersachsen andauernd. Also da bin ich total dabei und bin auch, hab da gar keine, da ist sozusagen in der Sache kein Dissens. Nur mir ist wichtig, Herr Bachmann, da wird unpräzise diskutiert. Da werden von den Grünen 500 Milliarden, aber für was denn jetzt genau? Ich habe am Wochenende gelernt, es geht unter anderem um Lastenfahrräder, die zu subventionieren. Da mache ich deshalb ein dickes Fragezeichen dran, weil das ist wieder einfach nur mehr Bürokratiesubventionismus in Deutschland. Das hilft uns beim Klimaschutz mutmaßlich gar nicht. Also Klimaschutz, klarer ordnungspolitischer Rahmen, Staat, klare Investitionen in Infrastruktur, damit die Basis funktioniert. Aber wenn mit Investitionen in Klimaschutz, ich sage das bewusst in Anführungszeichen, gemeint ist, wir machen mal irgendwie ein schickes Subventionsprogramm, dann haben Sie meine Nein-Stimme. Dafür bin ich ausdrücklich nicht zu haben, denn wir haben schon unfassbar viel absurde Gaga, Entschuldigung für die Sprache jetzt, Klimasubventionen, die alle zum Klimawandel, zur Aufhaltung des Klimawandels und zur Reduzierung der CO2-Emissionen nichts beigetragen haben. Die letzte, die wir jetzt bekommen werden im Bundeshaushalt, die wir bedauerlicherweise bekommen müssen, weil 20 Jahre nur schlechte Politik gemacht worden ist, ist die EEG-Umlage, die der Bundeshaushalt komplett stemmen soll, weil wir festgestellt haben, dass auch da wirklich falsche Politik gemacht worden ist. Und es wurde immer als Investition in Klimaschutz verkauft. Also, wer Investitionen in Klimaschutz sagt, den bitte ich, das Paket zu öffnen und konkret zu sagen, was er oder sie damit meint. Da wird sehr, sehr, sehr unpräzise diskutiert bei diesen Dingen. Und das, glaube ich, ist zu Recht zu kritisieren. Dann die ganz konkrete Frage, würden Sie auch keine Elektroautos, den Kauf von Elektroautos subventionieren? Wenn Sie das nicht genau, bin ich ausdrücklich dagegen. Also wirklich aus tiefster, nicht nur Ordnung, sondern klimapolitischer Überzeugung bin ich komplett dagegen. Weil das ist ein so indirekter Effekt, den man damit macht. Und davon abgesehen, also ich höre mich jetzt auf, mich aufzuregen, weil ich halt wirklich davon überzeugt bin, dass das Klima nur derjenige rettet, der die Menge vernünftig deckelt. Aber weitere Einzelsubventionen sind sehr, sehr, sehr teuer, belasten den Bundeshaushalt EEG-Umlage. Wir reden von, Herr Bachmann, meine Zahlen sind wahrscheinlich veraltet, der wird es besser wissen als ich, aber ich glaube, die Gesamtansprüche haben sich auf über 250 Milliarden Euro mittlerweile angehäuft.
eine Katastrophe. Wohl wissen, dass dieses EEG, was wir jetzt seit 2000 haben, der Trittin hat mal gesagt, Kugel Eis im Monat, das ist ja ein ganz ganzer Eiscontainer, den man sich mittlerweile dafür leisten kann, was die Privathaushalte und die KMUs mittlerweile stemmen an der Stelle. Es hat alles nicht funktioniert. Also all diese Subventionsdinge, jetzt die E-Mobilität oder sonst was, es hat sich alles als nicht funktionieren herausgestellt. Wir Deutschen geben am meisten für Klimaschutz aus. Mit jedem Euro erreichen wir international am wenigsten. Da muss man umsteuern. Deswegen sehr klare Forderung der FDP. Harter Deckel beim CO2-Ausstoß, harter Deckel, aber bitte nicht Einzelsubventionen. Würde den Bundeshaushalt massiv belasten und bringt dem Klima meistens fast gar nichts. Entschuldigung für die sehr harte Antwort. Aber sie ist zumindest klar. Ist ja legitim. Also man könnte da noch drüber diskutieren, weil Länder wie Norwegen oder so, da scheint das ja funktioniert zu haben. Wo sie in der Bahnsteigkante, die haben Wasserkraft, ganz anderer Strommix, ganz anderer Strommix. Ja, die Subventionierung von und in anderen Ländern ja auch. Also das, die Frage ist ja, ökonomisch muss man teilweise so einen Grund schaffen, der jetzt nicht nur Infrastruktur ist, sondern auch eine Grundnachfrage schaffen, um dadurch so einen positiven Kreislauf auszulösen. Aber gut, ist vielleicht jetzt nochmal eine andere Frage. Aber über machen wir gerne nochmal, ist mein Leib- und Magenthema. Ja, gerne. Das klingt danach. Können wir dann nochmal fortsetzen. Es gab noch eine Frage, die geht jetzt nochmal ein bisschen an den Kern der Diskussion von eben von Hagen Krämer aus Karlsruhe zu der vermeintlichen Neigung der FDP zur Lafferkurve. Also der Frage, ob man durch vorfinanzierte Steuersenkungen am Ende mehr Steuereinnahmen rauskriegt als vorher. Und die Frage an Rudina Bachmann, vielleicht, das würde mich jetzt auch interessieren, das ist ja ein amerikanisches Phänomen gewesen, wird die irgendwo in Amerika noch diskutiert? Also gibt es das in der ökonomischen Szene, dass da bei den Chicago Boys oder wo auch immer das so verteidigt wird? Oder wie ist da Ihre Einschätzung? Naja, also zur Lafferkurve. Achso. Zur Lafferkurve, ich meine, die gibt es natürlich, klar. Also das sieht man schon. Das sieht man schon an, sagen wir mal, an den Randlösungen. Wenn der Steuersatz null ist, gibt es null Steuereinnahmen. Und wenn der Steuersatz 100% ist, gibt es auch sehr wenig Steuereinnahmen, sagen wir mal. Null. Ja. Also das ist klar. Das Problem mit der Lafferkurve ist natürlich zu bestimmen, wie die zwischendrin verläuft und wo sich eine Volkswirtschaft also insofern, das Konzept hat schon eine analytische Sinnhaftigkeit, aber es hat eben auch seine Grenzen. Und wenn man natürlich immer behauptet, man sitzt auf dem Ast, dass wenn man die Steuern senkt, auf dem rechten Ast, mit anderen Worten, da, wo man die Steuern senkt, dass man dann auch Steuereinnahmen erhöht, das ist nochmal eine andere Sache. Und dann gibt es ja auch noch, das ist ja zunächst mal statisches Konzept, da muss man sich ja dynamisch noch überlegen, was passiert eigentlich. Es geht ja nicht nur darum, dass man die Steuereinnahmen ein bisschen erhöht, das kann ja sogar sein, ja, was passiert generell in der Ökonomie, was passiert in der langen Frist und so weiter. Also insofern ist das, sagen wir, als politisches Guidance-Instrument oder Steuerungsinstrument natürlich höchst problematisch, weil es sehr schwierig ist. Ich will nicht sagen, dass man es gar nicht kann, aber es ist sehr schwierig und annahmeabhängig zu bestimmen. Man kann das versuchen, das haben auch Ökonomen schon gemacht für Europa, zu bestimmen, wie die Lafferkurve verläuft und wo die einzelnen Volkswirtschaften da sitzen. Aber das kommt mit so viel Unsicherheit, dass man damit in den Wahlkampf gehen, aber mein Punkt ist ein anderer. Die Unsicherheit, die darum immer bestehen wird, muss man entsprechend kommunizieren und gegen die muss man sich eben auch wappnen. Und das ist ja mein ganzer Punkt im Sinne auch von robuster Politik, von resilienter Politik, ja, dass es eben nicht nur dann funktioniert, wenn alle anderen Hebel auch umgestellt sind, sondern was eigentlich passiert im Plan B und Plan C und wenn diese Hebel eben nicht... und das wird man immer, wenn man so ein Lafferkurvenargument macht, selbst wenn es rauskommt aus einem sehr guten Modell, aus einem gut kalibrierten Modell mit viel, sagen wir mal, mit wirklich deutschem Input, das auch die aktuelle deutsche Situation berücksichtigt. Und das ist schwierig zu tun. Ich meine, das ist,
Das ist nämlich gar nicht so. Ich meine, das IFO, ich will die Kollegen vom IFO da gar nicht kritisieren, aber die haben halt ein Modell darum liegen. Die Frage ist, ist das vermutlich ein Corona-Modell? Ist das überhaupt noch, wir sind gerade in so einer unsicheren Zeit, ist das überhaupt noch ein gutes Modell für die Post-Corona-Wirtschaft, etc., etc.? Da sind viele wichtige Elemente in der Realität nicht drin. Also da muss man sehr vorsichtig sein, dass man genügend Robustheit und Resilienzelemente in seine Politik mit einbaut, wenn man das Konzept schon anfasst. Also, und das ist natürlich eben nicht passiert. Also das passiert typischerweise eben nicht, sondern da gibt es dann halt irgendwelche Leute und sagen, hier Lafferkurve, lass uns Steuern senken, die Steuereinnahmen gehen hoch. Und das ist dann unseriös, wenn man so mit dem Konzept umgeht. Nicht, dass ich jetzt sagen will, dass der Herr Lindner umgeht. Aber damit meine ich durchaus auch Kollegen. Aber dann nicht meiner Fraktion. Ich weiß nicht, wo Deutschland auf der Lafferkurve ist. Natürlich, wenn ich es wüsste, dann würden wir natürlich den optimalen Steuersatz morgen festlegen und alles wäre super. So einfach ist es natürlich nicht, da bin ich dabei. Richtig ist, ich komme auf den OECD-Vergleich zurück, wenn man bei den Unternehmenssteuern zumindest also auf einem Extrem bei den Steuersätzen liegt und bei der Besteuerung von privaten Unternehmen, also jetzt nicht in der Mitte, dann kann man zumindest erahnen, dass man auf der Lafferkurve nicht an dem Punkt ist, dass wenn man Steuersätze erhöht, dass man dann automatisch ganz viel mehr Steuereinnahmen hat. Also das, finde ich, kann man seriöserweise schon sagen. Ansonsten bin ich dabei. Wir wissen nicht, auf welchem Punkt wir auf der Lafferkurve sind. Aber umso mehr, finde ich, müssen wir andere ökonomische Dinge, das vielleicht auch zum Schluss, Herr Fricke, andere ökonomische Betrachtungen in Zukunft viel mehr in die Steuerpolitik mit einbeziehen, weil mir ist diese steuerpolitische Debatte darüber, wir haben es am Anfang gesagt, viel zu statisch. Da wird immer nur auf den Steuerzahlenden ausgegangen. Und ich finde diese Steuerinzidenz, also die Steuerwirkungslehre, das habe ich im Studium mal gelernt, aber ich finde, das ist ein sehr intuitives Konzept, wenn man darüber nachdenkt. Das ist etwas, was wir politisch viel mehr diskutieren müssen, wenn wir über Steuersätze, Steuersenkung oder von mir aus auch Steuererhöhung reden. Nicht nur, wer zahlt, sondern wer trägt die Last. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, auch für die Frage von Gerechtigkeit, auch für die Frage, wie wir den sozialen Ausgleich in der Gesellschaft schaffen. Das ist doch ein schönes Schlusswort sozusagen. Ich würde sozusagen im Sinne dessen, was wir auch bei uns im Forum viel mitbetreiben und voranbringen wollen, das sogar auch ein Stückchen noch erweitern. Ich habe jetzt in der Vorbereitung auch wieder gemerkt, dass in der ökonomischen Debatte immer sehr stark, Herr Bachmann wird das sicherlich erstmal unterstützen, sozusagen diese Trennung zwischen Ökonomie und dem Rest gemacht wird. Wir haben überhaupt nicht über die Vermögensteuer gesprochen, aber ich finde es lohnenswert. Man kann dann die oder jene Antwort darauf finden, sich darüber Gedanken zu machen, dass die Ungleichheit oder die Spaltung der Gesellschaft, wie auch immer man das am Ende beurteilt, im ökonomischen Wortgebrauch endogenisieren sollte auch. Denn am Ende sieht man, ja, hat man auch in den USA gesehen oder sieht man in Großbritannien, dass eine zu extreme Spaltung der Gesellschaft eben auch politische Konsequenzen hat, die dann am Ende wiederum ökonomische Konsequenzen hat. Ja. Was in dem Sinne, finde ich, die Inzidenzanalyse in so einem sehr erweiterten Sinne auch extrem spannend und würde das auch sehr unterstützen, sehr gut finden. Ich denke mal, der Haushälter in Ihnen wird wahrscheinlich noch relativ gelassen, alleine deshalb sein, vermute ich jetzt mal, weil die Chance, dass die FDP die alleinige Regierungspartei wird oder die dominierende, nicht so groß ist. Und daher die Wahrscheinlichkeit, dass die 80 Milliarden auch alle umgesetzt werden, ohnehin nicht so groß sind. Von daher kann der Haushälter in Wien wahrscheinlich auch da etwas gelassener mit umgehen, mit der Beweisführung, dass das finanzierbar ist, wenn ich das so sagen darf. Ist aber auch legitim. Ich meine, das ist im Wettbewerb. Der Haushälter hat ja das ganze Programm im Blick gehabt und auch die schrittweise Umsetzung, die ich an dieser Stelle, Herr Fricke, sehen Sie es mir nach, nochmal betonen möchte und weiß, dass nicht zum 1. Januar 2022, selbst wenn die FDP, was mich freuen würde, 51% der Stimmen am Wahltag auf sich vereinen könnte, selbst dann würde nicht zum 1. Januar alles auf einmal kommen. Also von daher alles gut, aber die Analyse, dass wir wahrscheinlich nicht ganz die absolute Mehrheit schaffen. Die würde ich sogar teilen, obgleich ich natürlich immer Optimist bin. Ja, sehr gut, das müssen Sie natürlich auch sein. Vielen Dank. Ich finde, das war sehr bereichernd. Unser Ziel war, dass wir einfach ein bisschen Fundament, ökonomische Analysen, Gedanken, Kommentare einbringen. Am Ende kann, glaube ich, jetzt jeder dann selber ein bisschen darüber nachdenken, wie überzeugend die ein oder anderen Argumente waren. Wahrscheinlich für Sie im Wahlkampf eher ungewöhnlich. Ich vermute, dass Sie sonst andere Fragen bekommen als die
Fallkurve. Und das sie dann auch in den nächsten Wochen machen, weil sie müssen ja mehr als nur Herrn Bachmann oder uns, wen auch immer, überzeugen, sondern Leute, die davon jetzt auch nicht so viel verstehen. Also vielen Dank nochmal, dass Sie dabei waren. Wir machen weiter, als, glaube ich, der nächste Termin ist, mit Anja Heiduck von den Grünen zum Thema Schuldenbremse. Damit haben wir das nächste der großen sensiblen Themen auf der Agenda und freuen uns auch darauf. Vielen Dank nochmal, Herr Dürr, vielen Dank, Herr Bachmann, und dann hoffentlich bald bei nächster Gelegenheit mit der Fortsetzung, vielleicht dann zu der Subventionierung von Klimaschutzmaßnahmen. Dankeschön. Ich bedanke mich auch. Würde mich freuen. Danke. Vielen Dank. Schöne Grüße. Tschüss. Tschüss.